Meal Prep mit dem Thermomix. Die 10 besten Tipps, wie du mit smarter Vorbereitung richtig viel Zeit sparst. Hey, hier ist wieder Desi aus der Mein Zaubertopf-Küche. Und wenn du auch unbedingt endlich eine stressfreie Woche möchtest und dabei auch noch Zeit, Geld und Nerven sparst, ist Meal Prep ideal für dich. In dieser Folge klären wir, was ist Meal Prep überhaupt? Was gibt es vor allem auch zu beachten? Und wir verraten dir unsere 10 Top-Tipps, die du unbedingt befolgen solltest. Und natürlich gibt es auch wieder jede Menge Rezeptvorschläge. Starten wir mit, was ist Meal Prep denn überhaupt? Und es ist relativ einfach erklärt. Das heißt nichts anderes als Essen vorzubereiten. Es gibt so, ich nenne mal jetzt so Hardcore-Meal-Prepper, die wirklich es schaffen, sich einmal in der Woche hinzustellen und für die komplette Woche vorzukochen. Hat natürlich den Vorteil, dass du morgens nur noch deine Brotdose oder dein Gefäß einfach schnappen musst und wirklich genießen kannst. Ich glaube, die meisten stellen sich aber wirklich so 2-3 Mal die Woche hin und planen dann einfach so für die nächsten 2-3 Tage vor. Und es gibt auf jeden Fall 3 Hauptargumente, die fürs Meal Prep sprechen. Tipp Nummer 1 ist, plan deine Woche auf jeden Fall gut vor. So kannst du wirklich gut planen, wenn du vielleicht ein ganzes Bund Möhren kaufst, dass du mehrere Gerichte hast, wo du die verwenden kannst. Das spart natürlich Geld und schont dann auch die Umwelt. Tipp Nummer 2 ist, schreib dir eine Einkaufsliste. Übrigens lohnt es sich da nochmal bei uns im Zaubertopf Club vorbeizugucken. Da kannst du nämlich deine Wochenplane ausfüllen und zeitgleich deine Einkaufsliste ausdrucken. Tipp Nummer 3 ist, deck dich mit den richtigen Gefäßen ein. Da gibt es ein bisschen was zu beachten und zwar würde ich dir Glasbehälter empfehlen. Da ist nämlich der Vorteil, dass du die auch im Backofen warm machen kannst. Wichtig ist auch, dass du die gut stapeln kannst und Gefäße, die sich besonders gut eignen, sind zum Beispiel Schraubgläser, Weggläser oder wie gesagt Mikrowellen geeignete oder Backofen geeignete Gefäße aus Glas. Tipp Nummer 4 ist, deck dich mit den Grundzutaten ein. Sprich, hab immer zu Hause solche Sachen wie Nudeln, Reis, Linsen, Couscous, Trockenhefe, passierte Tomaten, also alles, was man sehr häufig verwenden kann. Tipp Nummer 5 ist, plan dir Zeit ein. Und zwar zum einen zum Vorbereiten der Gerichte, aber auch für den Einkauf. Tipp Nummer 6 ist, hab genügend Platz im Kühlschrank und im Gefrierschrank. Tipp Nummer 7, besorg wirklich vielfältige Lebensmittel, damit auf deinem Speiseplan einfach auch eine Abwechslung ist. Buntes Gemüse ist immer eine gute Wahl. Tipp Nummer 8 ist, hab genügend Kräuter und Gewürze im Haus. Frische Kräuter sehen übrigens auch in der Küche immer richtig schön aus. Und der Vorteil von einer Vielfalt an Kräutern und Gewürzen ist auf jeden Fall, dass du ein und dasselbe Gericht auf jeden Fall unterschiedlich würzen kannst. Zum Beispiel kannst du Nudeln einmal mexikanisch zubereiten und beim nächsten Mal vielleicht italienisch. Tipp Nummer 9 ist, achte auf die Haltbarkeit. Lebensmittel, die nicht ganz so lange haltbar sind, die solltest du auf jeden Fall dann schon gleich Anfang der Woche verzehren. Tipp Nummer 10 ist, portioniere deine Gerichte schon richtig. Das heißt, wenn du alleine bist, füll das wirklich für eine Portion ab. Wichtig ist auch noch, wenn du Gemüse vorkochst, lager die getrennt voneinander im Kühlschrank, damit es oder die Möhren zum Beispiel nicht nach Zucchini schmecken oder auch andersherum. Ich hatte dir ja noch ein paar Rezeptideen versprochen und die kommen jetzt. Denn wenn wir über das Meal Prep sprechen, sind auf jeden Fall nicht nur Hauptgerichte gemeint, sondern auch wirklich Frühstücksideen. Was sich super gut vorbereiten lässt, ist zum Beispiel Overnight Oats oder Porridge, Chia Pudding, Knäckebrot, Brötchen, die kannst du auch portionsweise einfrieren. Joghurt kann man super gut einmal in der Woche vorbereiten und den dann auch wirklich unterschiedlich genießen. Mal mit Honig, mal mit Fruchtmus. Fruchtmus kannst du auch immer gut im Kühlschrank haben. Vielleicht mal mit Nüssen und Honig oder sowas. Und zum Beispiel auch Pancakes. Die kannst du nämlich auch süß oder herzhaft genießen. Natürlich haben wir auch ein paar Mittagsideen. Dazu eignen sich besonders gut solche Sachen wie Bowls. Du kannst Pesto vorbereiten. Das ist sehr, sehr vielfältig zum Beispiel. Das kannst du nutzen für Nudeln, für Nudelsalat, für Kartoffelsalat. Du kannst ein Pesto aber auch gut mit Öl strecken, dass du ein schönes Dressing parat hast. Apropos Dressing,
Dressings und Dips lassen sich natürlich auch prima vorbereiten und dadurch kriegst du auch immer eine gute Abwechslung rein. Kommen wir zu den Rezeptvorschlägen fürs Mittag- oder Abendessen. Dafür habe ich gerade hier schon mal meinen Thermomix umgebaut, denn ich finde, es gibt jetzt ein wahnsinnig tolles Zubehör, was für Meal Prep perfekt geeignet ist. Und zwar ist das hier dieser Wunderslicer. Damit kannst du nämlich endlich Gemüse in Scheiben oder auch Hobel schneiden. Perfekt, um zum Beispiel Bowls zu bereiten oder Salate. Weitere Ideen sind natürlich, koch vielleicht Reis vor, Pellkartoffeln, Wraps. Dann kannst du natürlich super gut Suppen vorbereiten, weil die kannst du wirklich ideal in ein Schraubglas zum Beispiel füllen. Pizza, verschiedene Soßen wie Tomatensauce zum Beispiel auf Vorrat kochen, Dressings auf Vorrat da zu haben. Oder auch hier einfach mal so ein Pesto. Das eignet sich nämlich nicht nur toll für Nudeln, damit kannst du auch super gleich einen Kartoffelsalat pimpen, einen Nudelsalat pimpen oder du streckst das Ganze noch mit Öl und hast ein tolles Salatdressing und auf Pizza schmeckt das auch gut. Was sich noch gut vorbereiten lässt, ist natürlich im Thermomix super schnell gemacht, zum Beispiel einen Rohkostsalat. Den kann man auch immer perfekt ins Büro mitnehmen, wie ich finde. Und im Varoma lässt sich natürlich perfekt Gemüse vorgaren. Also das sollte man auf jeden Fall auch immer haben, weil da kannst du natürlich auch super gut mit Aufläufe zaubern oder auch Bowls. Dann haben wir natürlich noch ein paar kleine Snacks für zwischendurch. Da eignen sich zum Beispiel Müsli-Riegel, diese Fruchtriegel, die man machen kann. Muffins lassen sich toll vorbereiten. Aber auch solche Sachen wie Energy Balls zum Beispiel. Also du siehst, es gibt wirklich jede Menge Möglichkeiten. Und wenn man sich erstmal einmal so ein bisschen mit dem Thema Meal Prep auseinandersetzt, fallen einem wirklich tausend Ideen ein. Und falls du vielleicht auch noch so ein richtig knaller Rezept hast fürs Meal Prep, schreib das doch auf jeden Fall mal in die Kommentare und schreib auch gerne mal dazu, ob du zu Hause schon mit dem Meal Prep angefangen hast oder ob du eher so ganz spontan kochst und wirklich nichts vorbereitest. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kommen wir nochmal zur Haltbarkeit. So Pi mal Daumen kann man sich ein bisschen daran orientieren. Salate, zum Beispiel Rohkostsalate, halten sich in der Regel wirklich so 1 bis 2 Tage prima im Kühlschrank. Wenn du frischen Salat verwendest, dann lohnt sich das einfach, so einen Glasbehälter mit einem Stück nassen Zewa irgendwie zu lagern. Dann hält es auf jeden Fall länger. Suppen und Eintöpfe kannst du auf jeden Fall 3 bis 4 Tage im Kühlschrank lagern und vorgekochtes und gebratenes, bis auf Fisch, der sollte mal frisch verzehrt werden, kannst du auf jeden Fall auch gut 3 bis 4 Tage lagern. Wie gesagt, beim Lagern achte noch ein bisschen darauf, dass die Boxen, die du verwendest, gut stapelbar sind und dass du genügend Platz im Kühlschrank hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du dich das nächste Mal in die Küche stellst und deine Woche planst und vorkochst. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Solltest du unseren Kanal noch nicht abonniert haben, mach das am besten jetzt. Und wir freuen uns natürlich immer über jeden Abonnenten und über jeden netten Kommentar unter unserer Folge. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Meal Preppen. Tschüss!